Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier an meinem Küchentisch starte ich in den Tag. Mit einer Tasse Kaffee, mit der Bibel, da lese ich drin. Und natürlich darf auch die Zeitung nicht fehlen und das Radio. Das ist bei mir auch immer an. Aber heute Morgen, als ich so am Küchentisch saß, da wäre ich am liebsten wieder sofort in mein Bett gegangen. Im Radio, in der Zeitung, überall Nachrichten über Corona und wie alles schlimmer geworden ist. Die Nachrichten aus den USA und der Blick auf die Präsidentschaftswahlen. Wie soll das alles nur weitergehen? Das war mir echt alles zu viel. Und dann dachte ich mir, naja, Flucht lohnt ja auch nicht, weil wenn ich wieder aus dem Bett rauskomme, dann sind die Probleme ja immer noch da. Aber mir fiel ein, dass das ja nicht das erste Mal in der Menschheit ist, dass Probleme auftreten, dass es knallhart überall ist. 1968, da war Kalter Krieg angesagt. Da hatten die Menschen auch viele Ängste. Und in diese Zeit hinein hat Karl Barth, der Theologe, Folgendes gesagt und geschrieben, übrigens am Vorabend seines Todes. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, aber von ganz oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Karl Barth hat das gesagt, der Theologe. Und als ich das gelesen habe, da ging ein Schub der Hoffnung durch mich. Ja, es ist früher auch weitergegangen und die Welt liegt nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Und er regiert und er weiß, was gut ist. Mir fiel ein, dass mitten im ersten Lockdown unsere mehrfach behinderte blinde Tochter Birte mir ein Lied vorgesummt hat, als ich gerade auch ziemlich Angst hatte. Es war ein Lied von Thésée, dieser Glaubensgemeinschaft aus Frankreich. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Ein Lied, das mir Mut macht und das meinen Blick weitet. Die Welt liegt nicht in unserer Hand. Es wird regiert vom Himmel her. Mit diesem Satz möchte ich in diese Woche starten. Und der macht mir Mut und macht mich dankbar. Ich bin nicht allein. Gott ist da. Ich wünsche dir eine gute Woche. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.